In meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir XML-Dateien einlesen in Excel und die dann in das Excel-Format bzw. ins CSV-Format dann konvertieren. Das ging über die Entwicklertools, über Importieren. Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeiten, über Daten abrufen, aus einer XML-Datei die Dateien zu importieren. Hier gab es aber paar Konvertierungsfehler, deswegen habe ich die Entwicklertools das Importieren verwendet. Nun will ich die gesamten XML-Dateien aus dem Marktstammdatenregister importieren und da habe ich ein bisschen probiert, wie kann ich denn das automatisieren, weil ihr seht hier unten, das sind insgesamt 134 Elemente. Ja, natürlich jemand, der programmieren kann und Skripte schreiben kann, der ist ein bisschen faul und möchte es natürlich immer konvertieren. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen rumprobiert und ja, was soll ich sagen, in Excel hat das nicht so einfach funktioniert. Aber warum nicht das in Python machen, habe ich mir dann irgendwann mal überlegt. Und den Code hatte ich jetzt keine Lust, den selber auszudenken, mir bzw. selber zusammenzuschreiben und habe einfach mal ChatGPT gefragt und es kam ein schöner Skript raus. Das ist dieser hier. Wir geben den Pfad ein, den wir benötigen. Setzen hier das Arbeitsverzeichnis, wo die gesamten XML-Dateien sind. Also das ist jetzt dieser Pfad. Hier sind diese 184 Elemente. Ja, und dann gehe ich einfach die ganzen einzelnen Dateien durch in der und dann liest er als erstes die XML-Datei. Hier steht es auch, analysiert er die XML-Datei, liest das alles in die Variable Tree bzw. Root. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ihr dieses Objekt importiert, damit es überhaupt funktioniert. Dann erzeugt er eine neue CSV-Datei, benennt die genauso wie die XML-Datei heißt, schreibt den Header und anschließend die gesamten Zeilen. Und dann braucht er nur noch hier den Skript ausführen und aus diesen gesamten XML-Dateien wird dann nach ein paar Minuten oder ich glaube, das war ungefähr eine Stunde, werden die zugehörigen CSV-Dateien geschrieben. Und das sind diese hier, die jetzt nur noch, man kann es hier sehen, ich habe hier 18:11 Uhr begonnen, also 20 Minuten hat er ungefähr gebraucht. Das hätte ich mit Excel händisch nie geschafft in der Zeit. Und das sind jetzt nur noch 2 GB gegenüber den XML-Dateien, die ich jetzt löschen kann, die insgesamt 23,6 GB groß sind. Das ist der Skript, den könnt ihr euch mal anschauen hier im Video. Ansonsten lasst ihn euch schreiben über ChatGPT und ruckzuck bekommt ihr aus XML CSV-Dateien, die wir dann wiederum in QGIS einlesen können. Und das zeige ich euch im nächsten Video, wie wir das dann vielleicht sogar automatisiert machen können. Ich wollte gerade das nächste Video drehen und euch zeigen, wie wir CSV-Dateien einlesen, aber jetzt habe ich gemerkt, so einfach, wie ich euch das gerade gezeigt habe, funktioniert es nicht mit den XML-Dateien. Das kommt drauf an, manchmal funktioniert es. Ihr müsst aber die XML-Datei euch vorher anschauen. Ich will euch das mal erklären anhand der XML-Datei Einheiten Kernkraftwerke. Wir haben hier eine erste Oberebene der XML-Dateien Einheiten Kernkraftwerke. Anschließend darunter kommt Einheit Kernkraftwerk, also Singular, und dann kommt immer wieder dasselbe Schema. Also wird in dem ersten Element mit Unterelementen das erste Kernkraftwerk beschrieben. Also im Landkreis Hameln-Pyrmont in der Gemeinde Emmertal ist ein Kernkraftwerk. Breitenlängengrad, wann es in Betrieb genommen ist, hier 1984 und so weiter. Wenn wir mit dem eben gezeigten Objekt von Breiten, die einfach so einlesen, die Header uns automatisch auslesen, dann nimmt er immer die ersten Header vom ersten Objekt, also er liest zuerst. Die erste Überschrift ist das, dann Datum letzte Aktualisierung, dann Location, Marktstammdatenregister, Nummer. Das merkt ihr euch jetzt mal und wir springen jetzt einfach mal zum zweiten. Die ersten zwei passen überein, aber beim dritten passt es schon wieder nicht überein. Da steht's Netzbetreiberprüfungsstatus. Weil das bei dem ersten Kernkraftwerk nicht stand, ignoriert er das und damit kommt dieser Wert einfach in die Spalte Location Marktstammdatenregister Nummer rein. Deswegen müssen wir als erstes erstmal herausfinden, welche
Überschriften kann es denn als Maximum überhaupt geben? Ihr müsst dazu im Marktstammdatenregister nochmal die Beschreibung herunterladen. Das ist eine ZIP-Datei. In der ZIP-Datei findet ihr die Dokumentation. Das ist diese hier. Und da könnt ihr schon lesen, bei Einheiten Kernkraftwerk beginnt es eben mit Einheit Marktstammdatenregisternummer. Dann kommt Datum letzte Aktualisierung, Location Marktstammdatenregisternummer und so weiter. Das ist das Maximum der Überschriften und Elemente, die es geben kann. Jetzt bekommt ihr hier in der ZIP-Datei, das habe ich hier schon rüber kopiert, zusätzlich noch diese XSD-Dateien. Und wenn wir jetzt hier mal reinschauen in so eine XSD-Datei, ich habe die schon mal hier geöffnet, seht ihr das Schema der Headers oder der Überschriften. Es beginnt hier wieder mit dem Plural Einheiten Kernkraftwerk. Darunter befindet sich Kernkraft und darunter die einzelnen Elemente. Beginnt bei Einheit Marktstammdatenregisternummer, Datum letzte Aktualisierung, Location Marktstammdatenregisternummer. Dasselbe, wie es hier steht, der Reihe nach. Aber es wird eben nicht bei jedem Kernkraftwerk das identisch hier abgespeichert. Schaut es euch an, wie eure XML-Datei aussieht. Dann schaut in die Library von Python rein, in die Dokumentation zu der API. Gibt auch noch eine andere API, die ich dann verwendet habe. Wie greifen wir auf was zu? Welche Funktionen gibt es? Hier stehen auch noch verschiedene Beispiele, also dass wir diesen Baum parsen müssen und dann abfragen. Und wenn wir das abgefragt haben, können wir dann auf die einzelnen, hier in dem Fall Kinder, zugreifen und verschiedenste Abfragen eben machen. Hier zum Beispiel ein Neighbor und die Attribute auslesen und so weiter und so fort. Schaut euch das mal um, wie dieses Objekt oder diese Klasse funktioniert. In meinem Fall habe ich die XSD-Dateien. Ich weiß also jetzt den Header, also ich weiß die Überschriften. Und dann habe ich diese ganzen XML-Dateien. Und wenn ihr hier jetzt seht, bei Netzanschlusspunkte gibt es insgesamt 25 XML-Dateien, also mit den Inhalten, aber natürlich nur eine XSD-Datei. Die Aufgabe war es also, als erstes die XSD-Datei auszulesen, die Überschriften abzuspeichern, um dann herauszubekommen, ob es eine oder mehrere dazugehörige XML-Dateien gibt, um anschließend über den Dateipfad das XML-Schema hier zu parsen und auszulesen, um im letzten Schritt dann tatsächlich die CSV-Datei zu erstellen. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Ich muss aber dazu sagen, ohne ChatGPT wäre ich nie so weit gekommen. Nutzt die künstliche Intelligenz. Wer mit Python und so überhaupt noch in den Kinderschuhen steckt, der wird mit ChatGPT auch nicht so großartig vorankommen, sondern ihr müsst schon einen gewissen Grundstock an Erfahrungen, Informationen mitbringen. Aber durch die Antworten der künstlichen Intelligenz werdet ihr auch wesentlich schneller, als wenn ihr irgendwelche Bücher lest oder im Internet sucht, intelligenter und könnt gezieltere und bessere Fragen stellen. Wenn ich die Datei ausgeführt habe, wird automatisch eben diese CSV-Datei zu jeder XSD-Datei erstellt. Also hier habe ich die Marktrollen, eine kleine XML-Datei. Und bei den Marktakteuren zum Beispiel, das sind hier 10 Megabyte, hat er aus den mehreren XML-Dateien eine CSV-Datei erstellt. Damit habe ich in einem Rutsch alle CSV-Dateien erhalten. Und jetzt kann es ans Einlesen gehen. Das zeige ich euch im nächsten Video, wie wir das automatisiert CSV-Dateien einlesen können. Wie es händisch geht, ich habe hier schon, ich mache mal den Layer wieder raus. Wir gehen in Layer hinzufügen. Getrennte Textdatei als Layer hinzufügen, wählen uns die CSV-Datei aus. In meinem Fall nehme ich einfach mal die Kernkraftwerke, gebe für das X-Feld der Punktkoordinate, also die Punktkoordinate, das ist der Längengrad, das Y-Feld ist der Breitengrad und klicke auf Hinzufügen und Schließen. Und jetzt sehen wir hier die 6 Kernkraftwerke
Und dann könnt ihr hier Auswertungen machen. Also klicken wir einfach mal hier das zwischen Augsburg und Ulm an. Das ist Gundremmingen. 1984 in Betrieb genommen. Ach ne, das ist schon ausgeschaltet. Also im vorletzten Jahr. Gehört zum Landkreis Günzburg. So, ich danke euch fürs Zusehen und fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.